So Leute, ich bin wieder da. Hey und Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wie ist das Spiel? Digimon World 4, genau. Yeah! Bams! Neue Gegner! Toll, oder? Und da kommt ein Sukamon wieder auf mich zu. Ja, yeah, weil ich habe den letzten Part ein bisschen plötzlich beendet, weil ich hauptsächlich den Boss wieder in meinem eigenen Part haben will. Sonst verpassen wir so viel. Vielleicht werde ich noch ein bisschen mit dem Shopping machen. Ah nein, wir haben ja noch ein bisschen mehr Ebenen als nur eine. Bone Blade Beta wieder mal. Dass das mal Waffen für mich kommen? Nö, immer nur so Mülldinger. Man kann das Spiel übrigens mit bis zu drei anderen Spielern spielen, das heißt zu viert. Und das müsste auch echt lustig sein, ich habe nicht so viel Controller. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal jemanden dazu. Gut möglich. Da muss ich aber mal dazu sehen. Vor allem, weil ich dann, ja, dann werde ich natürlich ein bisschen andere Überlegungen machen, wie ich das mit dem Aufnehmen dann mache. So, kriegt euch mal wieder ein. Stirbt ihr bitte? Ich hätte gern eine bessere Waffe. So, hier ist so ein Miniraum. Oh, Gremon. Das ist ja ein toller Kampf. So. Mach diesen scheiß Drehangriff. Drehangriff, habe ich gesagt. Shoot! Damn! Okay, seht mal, wie das aussieht, wenn man stirbt. Ich hatte nicht gedacht, dass das so fest zuhaut. Mann. Ja, wir sind komplett zerstört worden und bla bla. Da wird man dann wieder ins Main Lobby zurückteleportiert. Man verliert sein ganzes Geld. Und man sollte in Erase This Come. Habe ich eine Equipment... Folder... Discs... Race, ich habe zwei Races. Das heißt, das ist gut. Was ich aber machen werde, da wir das nicht nochmal ansehen wollen, wie ich dahin laufe, gehen wir erstmal shoppen. Und dann werde ich rausschneiden, bis ich da bin. Weil das bringt rein gar nichts, wenn ich das anders mache. Komm. Ladezeiten. Okay, geht. Das war wirklich einfach nur Blödheit von mir. Ich hätte den einsetzen sollen, aber naja. View. Sale. Device. Longsword Alpha. Beastboard. Ich will unbedingt wissen, was das ist. Das muss ich unbedingt auch noch erforschen. Ich sollte das eigentlich ziemlich bald erforschen, bevor ich meine ganzen Sachen verkauft habe. Das mache ich als erstes mal gleich. Denn man weiß ja nicht nachher, ist es irgendeine Waffe, ist es irgendwas mit Mods und ich brauche dann... Ah nein, das ist, ist ja eine Rüstung. Stimmt, da hätte ich das doch verkaufen können. Egal. Egal. Ich hoffe ja, dass eine Sache mit Mods ist. Appraiser Keeper, yeah. View Menu. Haben wir noch was? Fragezeichen? Nö, nur das eine. So. Yes, Appraise. Ein stinknormales Achillesboard. Natürlich, das hat sich ja nicht mal gelohnt. Na toll. Naja, wir werden sehen, wie es wird. Ich verkaufe mal kurz den Rest und bin dann an der Stelle wieder, wo wir eben waren. Also, bis in einer Sekunde, oder? Soll ich nennen? Ich schaue erstmal noch, ob der hier was Cooles hat zum Einkaufen. Wow, drei Mods dafür 6000. Huhuhuhu. 1100 braucht aber viel zu viel Power. Okay, also ich bin zurück, sobald ich alles habe, was ich brauche. Bis gleich. Okay, 10 Minuten später bin ich wieder da. Ziemlich genau 10 Minuten sogar. So, wir sehen ja immer noch da drüben unsere Todesbox. Immer noch von diesen dummen Ogremon. Hey, Race Disc. Und damit haben wir wieder EP gekriegt. Sehr schön. Ich habe die Reise aufgenommen, auch wenn nichts wirklich Wichtiges passiert. Also, ist. Und schaut euch mal das an. Hier hätte man zurückkehren können. Ich habe übrigens ein paar MP-Discs gekauft, auch wenn ich noch zu wenig habe. Ich habe doch etwas. Ich habe mit dem Preis von den Dingern ein bisschen verschätzt. Schick dich mal wieder ein, du Scheißvieh! Ja, ich fliege jetzt. Ich gehe ja sowieso zurück. Hey, ich habe gesagt, du stirbst!
stirbst. Ich bin irgendwie zu blöd für den Kampf. Die Viecher nerven. Lauf hinter ihn und... Komm, hau zu. Komm nur her. Das gibt's auch nicht. Wie kann er einen Angriff von hinten ausweichen? Ah, Mann, nerviges Vieh. Okay, ich muss wieder ein bisschen aufmerksamer sein. Dreh dich mal nicht mit. Mann. Geht doch. Bams. Ich dachte ja, man ist da währenddessen unverwundbar, aber ist man ja eigentlich gar nicht. Hey, ich hab dich getroffen, du. Voll Spaß. Ah, Mann, no. Ich habe ja ein paar Gate Discs mitgenommen unterwegs. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal mich schnell heilen. Das heißt, ich muss bei bisschen beim Aufnehmen aufpassen, ich bis 30 und nicht bis 5 bis 20 geht dieses Mal. So, einmal reparieren und dann... Ja, ich habe so viel Zeugs unterwegs wieder eingesammelt. Wenn ich jetzt mir meinen Folder mal wieder anschaue. Vor allem, ich brauche nämlich für den Boss nochmal ein wenig mehr Material. Und da bereite ich mich jetzt doch nochmal schnell vor. Auch wenn ich heiße den Shop noch mit anzusehen. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal einen Schnitt zu machen. Mit etwas Glück kriegen wir auch hier eine geniale Waffe, die sich richtig lohnt. View by MP Disc Alpha. 6 Stück. Die braucht man noch wirklich alle. Der Boss ist hart, wenn man den nicht hat. Und zwar wirklich krank hart. So, ich werde schon schauen, ob die irgendwas Gutes hat. Davon nix. 7K. Dafür 3 Stück. Das hier wäre eigentlich nicht schlecht. Das werde ich mir holen. Wenn ich genügend Geld zusammenkriege. Das wird aber sehr unwahrscheinlich sein. Weil ich nicht genügend Waffen gekriegt habe. Warte! Ich habe eine andere Waffe, die ich anziehe. Seht ihr diesen Preis? Ich sehe ein, dass ein Schwert mal etwas mehr Mods haben kann. Aber 5! Die werde ich auf jeden Fall eine Weile tragen. Nein, dann kann ich ja meine anderen Waffen nicht mehr nehmen. Ach, egal. Ist uninteressant. Irrelevant. Das Problem ist, ich habe nur noch keine Sachen, die ich da rein tragen kann. Aber 12K! 12K! Das ist mal eine kranke Waffe. Ja, Ability Chips kenne ich. Buy Ability Chip. Speed, Wisdom, Defense Drum. Ich hätte gern... Feuer. Okay. Dann würde ich sagen, wir rüsten die Sachen mal aus. 12K mit 5 Mods! So eine Waffe habe ich vorher noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe irgendwann meine 5er im Store gesehen für so utopische Preise. Aber 12.000, das ist ja sowas, so gar nichts. Vor allem, man kommt mit... Oh, die ist besser als die meisten Waffen, die ich als Beta tragen kann. Appraisal, du interessierst mich nicht, mein Freund. Okay, Digilab. Yeah! View! Digiwolf wird immer noch nicht hinhauen. Weapon Slot. Equip. Und zwar Longsword Alpha. Edit Slots. Slot Nummer 1. Equip. PWD. Feuer. Und warum habe ich Honk eigentlich Feuer gewählt? Feuer ist doch das am häufig. Häufigsten gedroppte Dings überhaupt. Ach, egal. Vor allem, wenn man mehr als eins verwendet, das hat keinen weiteren Vorteil. Das heißt,
Wir werden wahrscheinlich einmal das Feuer. Wir werden auf jeden Fall mal jede Menge Gegner besiegen müssen. Yeah, wir machen mehr Damage! Viel mehr Damage! Auch wenn wir weniger Speed haben. 30 ist übrigens unser Buff hochgegangen. Sollte ich vielleicht dazu erwähnen, für das, dafür, dass wir Feuer ausgerüstet haben. 30. Und das ist einiges. Okay. 10 Minuten haben wir erst. Schon. Wie auch immer. Ah. Ladezeiten. Okay, ich habe jetzt angefangen, Ladezeiten rauszuschneiden, hoffe ich. Ich werde zumindest schauen, wenn ich es rausschneiden kann, weil ich nicht gerade das reinlabere. Dann werde ich das einfach mal machen. Go to the Dungeons of Etheria. Moment, Etheria. Ich glaube, das war ein anderes Spiel. Let's zocken Dungeon Defenders oder so. Da geht's auch in die Dungeons of Etheria. Oh ja, genau, ich erinnere mich wieder. Von unten kamen wir, nach oben wollen wir gehen. Gehen wir erstmal hier lang. Und vermöbeln hier ein paar Gegner. Sukamon. Ah ja, natürlich, wir haben ja unseren Weapon-Skill nicht mehr. Aber schaut euch den Schaden an. So, dann bleibe ich ja doch beim Slashen. Man kann zwar keine guten Waffen kaufen, aber Drop werden doch immer noch genügend. Und Board ist immer gut, weil Boards immer viel Zeugs bringen. Was war das eigentlich für eins? Folder. Meteor-Board. Increases Wisdom. Brauche ich jetzt nicht. Ich habe Waffen. Ich habe eine gute Waffe, die ich einsetzen will gegen alles Mögliche. Bis auf den Endboss. Weil einen Endboss brauche ich mit der Waffe nicht mal annähernd zu versuchen. Hier ist übrigens einmal eine Map. Die OpenStreetMap. MP-Chip Beta. Das ist übrigens immer random, was da drin ist. Nur für die Leute, die sich wundern. Und wow. Hey, geh down. Danke. Ich hätte gern was, was Geld bringt von euch. Ich brauche nämlich ein paar 2000er Sachen. Ich hätte gern den Speed. Der wäre natürlich auch was, was ich gern drauf hätte. Aber die vier verschiedenen Schadensarten wären cool. Nein, ich werde nur weniger nehmen. Ich werde die HP und MP-Dings draufhauen, auch wenn ich beim MP nicht weiß, ob der funktioniert. Dann werde ich Dings noch hin tun. Die Kiste hier sollte man immer mitnehmen. Eine Race Disc, sehr schön. Kann ich zwar nicht brauchen, aber und hoffentlich werde ich es auch nicht mehr brauchen. Naja, sterben werden wir wahrscheinlich noch öfters. Das ist ja immer der Nachteil. Sterben tut man so leicht. Kriegt euch mal wieder ein. Speed drauf zu hauen lohnt sich eigentlich schon. Nein, lohnt sich nicht mehr wirklich. Könnt ihr mal aufhören, mich in die Ecke zu drängen? Y. Ah, weg hier. Ich habe jetzt eben überlegt, ob ich das hinkriege mit diesem B, aber das kriege ich ja nicht hin. So. Das Autoblocken hat den Vorteil davon, dass man dadurch nicht in der Kampfkraft eingeschickt wird. Ach du Drecksvieh! Ja, man sieht hier, das ist dieses Betäubenzeugs. Die gehen zu Boden, man kann sie nicht erwischen. Was mich ziemlich aufregt. Aber naja, das kommt immer, wenn man eine gewisse Menge an Schaden macht. Könnt ihr bitte einmal sterben? Genau das meine ich ja mit dem Feuer. Mehr als ein Feuer reinzubauen, bringt aber, glaube ich, nichts. Ich kann es hier mal ausprobieren. Equipment, Weapons, Edit Slots. Weil ich glaube, das macht keine weiteren Dinger. Ah, genau, man sieht es hier. Man kann auch immer nur eins gleichzeitig tragen von den Dingern. Das heißt, das macht rein gar nichts. Ist halt doof, weil ich das jetzt gekauft habe, obwohl ich eigentlich wusste, dass es nichts bringt. Naja. Und damit kann ich jetzt hier rüber gehen. Das gibt es auch noch in die andere Richtung. Ich freue mich schon, sobald wir da mal ein bisschen mehr machen können mit. Bei 5 Slots, da kann man so richtig viel Zeugs reinballern.
Wie zum Beispiel HP Drain oder so. Natürlich theoretisch auch Defense, aber Defense tut doch kein Mensch rein. Und Level Up, sehr schön. So, dann werde ich wohl doch ein bisschen auf die Waffen gehen. Das heißt, ich kann mir natürlich... Nein, die Betas von dem anderen brauche ich mir nicht aufheben. Außer sie haben auch mehrere Slots. Die Waffen sind auch in Ordnung. Auch wenn ich gehofft hatte, eigentlich auf die anderen zu gehen. Aber bei dem Schwert auf eine andere Waffe zu gehen... Nee. Keinen Fall. Sukamon bringen so häufig diese Feuerchips. Das ist das. Deshalb ärgert es mich, dass ich Feuer genommen habe. Ich hätte Eis nehmen müssen oder Wasser oder so. Wasser, das finde ich schmal. Stimmt, trägt man übrigens immer nur 8 MP-Chips mit sich rum. Nur so ein ganz kleiner Tipp. Weil es sich nicht lohnt, mehr rumzutragen. Bei mehr hieße ja, man kann keine weiteren mehr aufnehmen und dann hat man die Superangriffe verschwendet. Wenn nur Waffen machen die ja doch noch deutlich mehr Schaden als das andere Zeugs. Den Knopf hier verstehe ich nicht so ganz. Battlehawk Beta. Keine Ahnung, was das war. Folder. Das will ich jetzt schnell wissen. Double Rapier Stab. Stab ist übrigens sowas, was Skillmund macht. Schnell. Mittlere Reichweite und sehr und gerade Linie. Ist nicht so meine Sache. Argumon ist recht lustig mit seinem Schwert, weil das gut reinhaut. Okay, der dritte Ebene. Die machen wir noch. Und dann öffne ich mein Fenster. Wir werden natürlich wieder vor dem Boss aufhören, das ist natürlich klar. Jeder Dungeon hat einen Boss. Übrigens, wenn ihr wisst, was das hier für Digimon sind, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich habe keinen Plan. Und es ärgert mich, weil ich kenne normalerweise jedes dämliche Digimon. Jedes einzelne von diesen Dingern. Und ich würde mich auch gerne informieren, aber da die nie genannt werden, ist das immer ein bisschen doof. Die sind total, sind meine absoluten Lieblingsgegner. Das, ich glaube, wenn man einmal gespielt hat, weiß man, dass das immer alle Leute Lieblings-Digimon sind. Weil Gegner, die nichts können und saumäßige EP bringen, wer mag sie nicht? Naja, ein bisschen Schaden können sie machen, wenn man sich blöd anstellt, wie ich gerade eben. So, und eine Gate Disc. Schön. Stimmt, das kann man natürlich hier nutzen gleich wieder, aber ich nutze es jetzt nicht. 100 MP haben wir inzwischen, wow. Das ist, naja, viel ist es nicht. Ich glaube, Battlehawk Beta, HP Disk Alpha. Ich glaube, dass Vimon auf dem Level so um die 200 hat an MP. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da müssen wir mal schauen. Stimmt, zum Boss Battle kann ich auch was Videomaterial reinschneiden. Okay, das war mir wieder dumm angestellt. Bams, habe ich gesagt. Boom. Manchmal trifft man sie gut und dann trifft man sie wieder eine Zeit lang so überhaupt nicht. Oh, eine Fragezeichen. Defense Disc. Da lang will ich aber nicht. Ich will erstmal hier drüben hin. Übrigens, wir machen immer noch viel zu wenig Schaden für die Goblin-Festung. Das ist nur mal so eine ganz kurze Anmerkung. Man denkt ja eigentlich, ja, Festung, toll. Es wird da schon groß sein. Gegner, so wenn man sich gut anstellt, kann man doch alle besiegen. In dem Fall würde ich sagen, da kann man sich verdammt gut anstellen und es trotzdem versauen. Auch wenn ich nicht sage, dass es unmöglich wäre. Ich sage nur, es ist auch schwer. Okay, was ist hier drin? Hey, Sukamon Party! Habt ihr ein paar Defense-Discs für mich? Nicht Discs, sondern diese Armor-Plates, bitte.
Einmal kurz ein bisschen heilen. Denn das wollen wir dann doch noch machen. Ja, das wird ein bisschen länger, der Part. Glaube ich. So. Oder tue ich den? Nö, ich werde den trotzdem hier beenden. Ich werde es doch irgendwie ein bisschen anders machen. Entweder komme ich bis zum Boss oder ich komme nicht bis zum Boss. Das muss ich erstmal schauen. Nein, zum Boss komme ich locker. Ey, das dauert 2 Minuten bis zum Boss. Da mache ich den doch. Ja, ich werde auf jeden Fall vor dem Boss nochmal zurückkehren und ein bisschen uns besser ausstatten. Weil wir das halt brauchen. Und ja. Da werde ich ganz kurz zurücklaufen. Das dauert nicht lang. Oh, Ogremon. Hey, du hast deine Kiste rumstehen. Ich mache mehr Schaden als du. Das ist am Anfang leider nicht so. Am Anfang muss man aufpassen. Machen die Gegner nicht mehr Schaden als man selbst. Oh, Brave Core. Bin mal gespannt, was das für ein Fragezeichen-Item ist. Ob sich's lohnt, ich hoff's mal. HP des Beta? 500 Bits haben wir. Okay, das ist in Ordnung. Ah ja, stimmt. Hier sind wir hier. Und ja, hier vermöbeln wir nochmal ein paar von den Viechern, wie auch immer die heißen. Aber ich finde die lustig. Auf jeden Fall meine Lieblingsgegner, aus bereits vorher genannten Grund. Man kann die super leicht stapeln. Was weiß ich, was das für eine Disc war. Und im Normal verblockt er auch gut. Ich habe nur noch nicht genug Speed. Je höher Speed, desto besser. Desto einfach, desto weniger hat man Probleme im Kämpfen. Es lohnt sich übrigens hier oben lang zu gehen, weil da noch ein paar Extras sind. Ein Schalter und sonst nix. Wow, Sukamon. You got lucky, Sukamon. Ja, später, sobald man ein bisschen... Sobald man ein bisschen mehr Speed hat, sind die absoluten Lieblingsgegner, weil die ja nicht mehr treffen können nach einer bestimmten Zeit, weil die langsam sind. Lahm wie... Lahm und Schnecken sind das im Normalfall. Was ist das? Atlasboard. Sehr schön. Richtig schön viele EPs und so. Dann kann ich nämlich richtig viel Power reinhauen. Race Disc. HP Disc. 35 Bits. Noch ein paar Bits. Wir sind gleich da. Gleich sind wir da. Ups. Das war vielleicht dumm. Und natürlich kommt man nicht einfach so weiter. Man muss erstmal Ogremon besiegen. In Adventures gab es jetzt zum Glück nur ein Ogremon. Ein ziemlich... ein ziemlich feiges Ogremon, sollte man sagen, am Anfang. Das einen immer nur umbringen will und was... Das, naja, das die Gandire immer umbringen will. Aber das ist immer so richtig schön... blöd in die Pfanne gehauen wird. Sagen wir es mal so. Armes Ogremon. Und damit sind wir kurz vom Boss. Das heißt, ich würde sagen, ich werde die Sachen verkaufen, ein paar weitere Sachen vorbereiten. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich viel Spaß. Ja, Leute, bye bye.